Hallo Leute, wir sind heute wieder am Strand hier mit Punta Cana All You Can See. Das Wasser ist ziemlich klar, es ist ziemlich schön, ich war auch schon drin. Schnorcheln, wenn es was geworden ist, dann mache ich es nachher mit ins Video. Hinter mir ist das Lopezan. Das Lopezan hat noch zu. Hier ist Plaza Bibi Agua mit dem California Beach Club. Und hier auf der anderen Seite, da kommt das Barcelo. Endlich mal für jemanden, ich weiß nicht mehr, der gefragt hat. Jetzt gehen wir da mal lang, soweit wir kommen. Da rechts das Barcelo. Das ist das Barcelo Beach. Das ist gleich hier vorne, das Adults Only. Da weiter ist das Palace. Da ganz hinten sieht man den Steg, da ist Wassersport. Mariana, wenn ihr tauchen wollt, euch die Katamarane ausborgen oder auch Parasailing machen wollt, das könnt ihr da machen. Ja, hier braucht man nicht mal eine Taucherbrille. Hier kann man von unten oder von oben schon alles sehen. Das Gute am Barcelo ist, dass es hier hinten in dieser kleinen Nische liegt, sehr gut geschützt. Hier ist das Wasser fast immer so ruhig wie jetzt. Also ist es, man kann hier eigentlich immer reingehen. Auch, muss ich ehrlich sagen, die Farbe ist fast immer so. Im Winter ist es vielleicht ein bisschen dunkler. Und wenn ihr ganz hinten da in der Kurve guckt, da seht ihr die Boote vielleicht. Wir nennen das die Lagune von Bávaro, obwohl es natürlich keine Lagune ist. Die Lagune ist dahinter und der Boot, da, das Wasser ist da hinten ein bisschen so wie hier ziemlich flach. Man kann da also reinspringen, da gehen viele, viele Exkursionen hin, weil es einfach schön ist für die Leute im Wasser zu stehen und einen Drink zu sich zu nehmen. Es ist auch wirklich schön, ich mag es halt nicht, wenn es so voll ist. Deswegen ist auch jetzt, glaube ich, eine ganz gute Reisezeit, weil wie ihr seht, ist gerade nicht voll. Da hinten sieht man Hubschrauber, auch Hubschrauberflüge kann man hier machen. Das kann euch jeder Reiseleiter verkaufen, aber ihr könnt auch online auf die Webseite gehen, die heißen Helidosa, und selber buchen. Die holen euch im Hotel ab, die kommen auch überall rein. Und dann könnt ihr fliegen. Je nachdem wie lange ihr fliegt, dementsprechend teuer ist es natürlich. So, und auf der Seite habt ihr hier gleich auch ein paar Boote. Ihr könnt bei euch drin Ausflüge buchen, ihr könnt bei Mariana Ausflüge buchen und ihr könnt hier auch einfach hinlatschen und mal gucken, was die so anbieten. Da ist auch eine kleine Plaza, die Bibi Agua Plaza für Souvenirs. Live-Musik. Interessant. Und hier sind die kleinen Shops, also wer Souvenirs will, der kann hier gucken gehen. Kleine Plaza, die zwischen dem Barcelo und dem Lopezan ist. Kann man Souvenir kaufen, Rum. Macht euch schlau über den Preis. Hier gibt es auch noch Schmuck. Ja. Deutsch sprechen hier nicht viele, aber wie gesagt, Englisch sprechen die meisten. Mal, hier ist der Larimar. Ja. Guckt es euch an, wie es verarbeitet ist, wie es euch gefällt. Larimar ist ein Stein, den gibt es nur hier in der Dominikanischen Republik. Das wisst ihr ja bestimmt alle. Und zum Shopping kann man vielleicht noch sagen, man sollte handeln. Zigarren muss man nicht unbedingt am Strand kaufen, weil die manchmal ausgetrocknet sind. Guckt halt, wenn die im Humidor ist, ist natürlich was anderes. Qualität kann ich euch nichts zu sagen. Rum gibt es mit Sicherheit im Supermarkt billiger, aber wenn die euch hier einen guten Preis geben und ihr deswegen nicht zum Supermarkt fahren müsst, dann habt ihr auch schon mal das Taxigeld gespart, das haben wir auch nicht vergessen. Macht, was ihr für richtig haltet. Ihr wisst, es ist da, macht was draus.